Julian Zietlow plaudert so offen wie nie über die Trennung. Der einstige Fitness-Influencer krempelt vor wenigen Wochen sein Leben um. Er beendet die Ehe mit der Mutter seiner Kinder, Alina Schulte-Imhoff, verherrlicht Drogenkonsum und lebt sein Sexleben öffentlich im Netz mit seiner neuen Partnerin Kate aus. Was wirklich mit seiner Ex vorfällt, ist lange unklar. Nun packt Julian seine Sicht der Dinge aus. Weil er mit seinem einstigen Leben unglücklich ist, sucht er im Pangan nach Heilung. Dort realisiert er, er liebt Alina nicht mehr. Komm zurück, bin 2 Wochen im Dezember zu Hause, über Weihnachten und so weiter, mit den Kids, bin mit ihr. Wir sind on-off halb zusammen, probieren's, ich schlafe unten im Keller. Ich bin also wieder beim Alkohol sozusagen zurück, werd wieder halb süchtig und fliege mit ihr und den Kids den kompletten Januar über nach Pangan, um unsere Beziehung zu retten. Das bringt aber alles nichts. Julian meint, er ist zu dieser Zeit hochdepressiv. Sein Ausweg? Er reist im Februar wieder alleine nach Thailand und trifft dort Kate. Das Beziehungsaus und die Russin scheinen ihm die nötige Energie zu geben. Nun scheint sich aber ein Sorgerechtsstreit anzubahnen. Laut Julian verbietet die Unternehmerin ihm, die gemeinsamen Kinder zu sehen. Bleibt zu hoffen, dass Julian und Alina sich zumindest für ihren Nachwuchs einigen können.